Ich weiß nicht, ob man das pauschalisieren kann, die Zeitungen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Haltung der Menschen, die diese Zeitung prägen, Geschäftsführer, Chefredakteure, die Redaktion insgesamt, dass die sich doch wandelt. Diese krasse Ablehnung von zum Beispiel Bloglandschaft, von bestimmten Social-Media-Entwicklungen, von Twitter, die wir noch vor ein paar Jahren beobachten konnten, die hat doch rapide abgenommen. Die meisten haben inzwischen gemerkt, dass sich da etwas tut, was auch für sie relevant sein kann. Dass das im Einzelfall in die eine oder andere Richtung ausschlägt, ist auch völlig klar. Aber ich habe mit großem Interesse gesehen, dass das Despektierliche, dass das Arrogante von oben herab, was viele Redakteure und Chefredakteure vor allem der Online-Welt entgegengebracht haben, dass das sehr deutlich abgenommen hat. Im Gegenteil, ich bin da positiv überrascht, dass nach der Podiumsdiskussion, wo ich durchaus auch ein bisschen ausgeteilt habe, aber am Ende versucht habe, auch so eine Umarmung hinzubekommen, mehrere Chefredakteure von Lokalzeitungen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, wollen Sie nicht mal zu uns in die Redaktion kommen? Und ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Und jetzt gar nicht auf mich bezogen, sondern einfach auf Menschen, die so ganz klar im Online-Bereich zu Hause sind, die mit einzubeziehen in die Prozesse, wie eine Lokalzeitung entsteht. Und dass das möglich ist, halte ich für eine gute und richtige Weiterentwicklung, dass die noch weiter gehen muss, und zwar nicht meinethalben, sondern damit man digitalen Lokaljournalismus in 5 Jahren machen und refinanzieren kann. Das ist klar, aber ich weiß eben nicht, ob das so klappen wird. Ich bin verhalten optimistisch. Sagen wir mal. Aber Sie würden gerne da reingehen und... Ich werde das tun, ja. Ich werde im Frühjahr das auf jeden Fall machen, dass ich da in die Redaktion hineingehe, auch aus eigenem Interesse. Ich weiß nicht, wie es in der Redaktion von einem lokaljournalistisch arbeitenden Blatt aussieht. Das war bis jetzt überhaupt nicht mein Schwerpunkt. Ich habe davon nicht viel Ahnung, das zu lernen, dass auch vielleicht da das Internet noch eine neue Rolle, die ich bis jetzt nicht geahnt habe, spielen könnte. Das würde ich mir gerne mal vor Ort angucken. Vom Radio habe ich mehr Ahnung als vom Lokalprintmarkt, sagen wir mal, weil ich das Radio sehr gerne mag, weil ich sehr viel Radio höre, natürlich über das Internet, und weil ich mich mit dem Radio auch schon, sagen wir mal, intensiv medial beschäftigt habe, forscherisch, würde ich mal ein bisschen überhöht sagen. Ich glaube, dass das Radio weiter ein sehr wichtiges Medium bleiben wird. Ich glaube, dass Radio, und das ist auch kein Geheimnis, am ehesten von den Medien auf die klassischen Übertragungskanäle verzichten können wird. Es ist für die meisten Menschen kein Unterschied, ob das über UKW oder übers Internet kommt. Das hängt von den Geräten ab. Aber ich wähle einen Radiosender, der mir gefällt, und den höre ich dann, was er als Angebot hat. Das muss mir gefallen. Wie das zu mir kommt, ist relativ egal. Das gilt noch nicht so zum Beispiel für Fernsehen oder für Zeitungen. Das unterscheidet sich noch dramatisch oder viel, viel stärker als beim Radio. Aber ich bin sehr optimistisch, dass das Radio die Möglichkeiten, die das Internet hat, zum Beispiel was zeitversetztes Senden angeht, zum Beispiel was die Integration der Hörer angeht, dass da eine ganze Menge auf uns zukommen wird. Ich habe zum Beispiel mit dem Berliner privaten Radiosender Motor FM zur Bundestagswahl eine Live-Twitter-Show gemacht übers Radio. Und da hat sich gezeigt, dass Twitter, dieses Echtzeitmedium, und Radio, das auch ein Echtzeitmedium sein kann, dass das ganz gut zusammengeht. Und da ein paar Experimente zu machen, darauf freue ich mich schon. Ich glaube auch, dass die Radiolandschaft da sehr in Bewegung ist. Ich werde es mir auf jeden Fall kaufen, das iPad. Und zwar zuerst die kleine Version und dann 2 Monate später die große Version. Das hängt damit zusammen, dass ich zum einen natürlich eine völlig geistesgestörte Faszination für so technische Geräte habe. Ich habe ja auch 7 Handys oder so. Und zum zweiten, dass das für meinen Beruf wichtig ist, genau zu wissen, wie kann man damit umgehen. Ich habe vom Gerät selbst ein bisschen andere Sachen erwartet. Möchte mich aber keinesfalls in die Reihe derjenigen einreihen, die sagen, das ist nur ein großes iPhone, das wird auf jeden Fall scheitern. Ich glaube, dass das sehr wohl einen sehr interessanten Markt haben wird. Ich glaube nicht, dass das in der Form, wie es jetzt da ist, die goldene Rettung für die Verlage dieser Welt darstellt, aber dass der Ansatz in eine Richtung zielt, der durchaus interessant werden kann für Paid Content. Das ist allen klar. Ob der Schatz gehoben werden kann oder nicht und ob der vielleicht sogar sehr negative Auswirkungen auf das Internet haben könnte, das wird die Zeit zeigen. Ich möchte mich da nicht zu einer Prognose hinreißen lassen.